der Bundeskanzlerin hier auf Aus- und Weiterbildung sind die Schlüssel zum künftigen Erfolg Deutschlands. Das betont auch die Bundeskanzlerin auf dem Arbeitnehmerkongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Berufliche Bildung und Weiterbildung sollte vor allen Dingen im Betrieb stattfinden. Es wäre auch geradezu absurd, ehrlich gesagt, wenn wir so stolz sind auf unser duales Ausbildungssystem, das ja gerade die Komponente Theorie und Praxis hat, um dann andererseits zu sagen, aber in der Weiterbildung, da machen wir es wieder außerhalb des Betriebes, also wo immer möglich, würde ich sagen, im Betrieb. Auf der spannenden Diskussionsveranstaltung geht es darum, was durch die Digitalisierung auf Deutschlands Arbeitnehmer zukommt. Ist das Land fit für Wirtschaft 4.0? Unser Problem wird nicht sein, dass wir insgesamt zu wenig Arbeitsplätze haben werden, sondern entscheidend ist es, darauf zu gucken, wie funktioniert der Anpassungsprozess? Es geht also um die richtige Weichenstellung im Bildungsbereich. Hier hat die unionsgeführte Bundesregierung in den vergangenen Jahren schon viel investiert. Letztlich müssen aber auch die Bundesländer mitziehen. Die Bundeskanzlerin betont, dass neben Akademikern vor allem auch gut ausgebildete Facharbeiter und Meister gebraucht werden. Ich selber bin auch nach wie vor, obwohl wir das Meister-BAföG jetzt schon verändert haben und die Stellung verbessert haben, mir nicht ganz sicher, ob es richtig ist, dass man den Master ohne jede Gebühr bekommt und den Meister immer noch sozusagen selbst finanzieren muss. Für Berufseinsteiger ist die Situation derzeit richtig gut. Laut Berufsbildungsbericht der Bundesregierung ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Deutschland ist auf einem guten Weg, meint auch die Bundeskanzlerin. In diesem Sinne also Weiterbildung, das Thema, das uns beschäftigen wird. Danke für die Initiative der Arbeitnehmergruppe.